Geheimer Zugang zu einem Bunker-Krankenhaus. Tauchen Sie ein in die Zeit des Kalten Krieges. Von 1945 bis 1989 wurden im Bundesgebiet insgesamt 160 Einrichtungen errichtet. Hier sollte für 600 Personen gekocht werden. Doch zu essen gab es lediglich aufgewärmte Konserven aus riesigen Schnellkochtöpfen. 22 voll ausgestattete Krankenhäuser in unterirdischen Bunkeranlagen gab es in der Bundesrepublik Deutschland. Giftgrün leuchtende Wände sollten Orientierung geben. Jetzt ist das Leitsystem mit fluoreszierender Farbe an einigen Stellen abgeblättert. Wegen der verringerten Gefährdungslage nach Ende des Kalten Krieges wurde das deutsche Zivilschutzgesetz mehrfach novelliert und dabei seit 1990 unter anderem die Hilfskrankenhäuser nach und nach stillgelegt. Welchen Eindruck habt ihr vom Bunkerkrankenhaus aus den 90er Jahren?